Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Grounded. Ich bin der Zanto, das ist unser Max und mit euch zusammen vielen, vielen Dank, dass ihr wieder reinschaut. Wir haben jetzt hier erstmal ein bisschen was weiter erkunden. Ich würde mit euch erstmal gerne wieder zur Basis an der mysteriösen Maschine wieder zurücklaufen. Schaut mal, wir haben einiges an Quarzit gesammelt, letztens beim Bürger, und wir sollten uns angewöhnen, wenn wir wieder zum Bürger runterlaufen, dass wir auf jeden Fall eine Fackel mitnehmen. Ich würde jetzt trotzdem alles, was geht, oh, das ist alles verdorben, schade drum, ne? Aber gut, so ist es halt. Ich würde sagen, alles, was wir an Quarzit haben, nehmen wir auf jeden Fall mit. Es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir so viel Quarzit wie möglich mitnehmen, weil jetzt machen wir was ganz Tolles, und zwar werden wir jetzt unsere Waffen aufrüsten. Dazu nehmen wir mal den ganz, ganz normalen Weg, so wie wir ihn kennen. Ich würde sagen, wir laufen auf jeden Fall. Wir machen das jetzt anders. Und zwar ist mir gerade noch was eingefallen zwischendurch. Wieso nehmen wir nicht unser Plateau? Ich sage immer unser Plateau. Ja, ich weiß. Oh, das müssen wir auch noch fertigstellen. Wir nehmen unsere Grasplatte. Nehmen die Grasplatte auf jeden Fall mal mit und legen die wenigstens hinten da immer, wo wir Gras wegnehmen. Legen wir die hin, und auf dem Rückweg dazu, meine Lieben, werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir ein bisschen Gras wieder stutzen und auf jeden Fall das Gras wieder mitnehmen. Was seid ihr denn davon? Also mein Credo wäre ja eigentlich, gerade bei so vielen Baumaßnahmen, wie wir gerade eben haben, sehr, sehr viele offene Baustellen, und da haben wir unsere Baustelle an der Eiche erstmal angefangen. Ich sag mal, ja, es ist halt sehr, sehr viel zu tun, und da kann man nur Zeit gewinnen, ne, indem man wirklich diese Plateaus hier, ich sag's mal wieder, ne, dass man diese Plateaus hier direkt am Gras ablegt, dort auf dem Weg zurück wieder so viel wie möglich wegmacht, dann wieder auf das Plateau natürlich drauf und dann wieder mit vollen Taschen auf jeden Fall zur Basis zurück. So spart man sich natürlich immer den Weg, natürlich zwischen die Folgen farme ich natürlich auch ein bisschen, sehr, sehr gerne, macht auch riesen Spaß. Und als letztes waren wir hier unten, hier, ist da ja noch, ja, irgendwo läuft da wieder so eine Wanze rum, ne, schaut mal, genau. Genau. Ey. Die Physik-Engine ist geil. Sobald man hier irgendwo dagegen springt, springt der Max sonst wohin. So, packen wir da nochmal drauf. Das auch. Und das war's, oder? Hier unten, ja, hier hat man nur noch ein bisschen Klee rumliegen. Das ist nicht so tragisch. Und so weiter. Guck mal an, wo das Ding steht. War nicht schlecht. Ich denke mir, wenn wir das Ding anschießen. Nee. Oh. Mindestens haben wir es getroffen. Mal wieder getroffen. Wieder getroffen. Nochmal getroffen. Hier kommt eine Ameise. Wir haben die Wanze gekillt. Ja, wie geil ist denn das? Die hat sich nicht mal gewehrt. Das war ein bisschen unfair, ganz ehrlich. Aber so ist es halt. Das ist der Lauf der Dinge. So. Schauen wir es uns an. Ja. So, das andere Gras, wie es aussieht, ist weg, ne? Beziehungsweise hat man das hier eigentlich alles eingesammelt und alles hier unten auf den Punkt verteilt. Genau, perfekt. Ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt würde ich mal. Und wir sind so lange nicht mehr hier lang gelaufen. Machen wir es doch mal. Laufen wir da einfach mal hier wieder mal direkt zwischen Gras lang. Mal gucken, was uns zwischendurch erwartet. Bestimmt eine Spinne oder sowas, hundertprozentig irgendwas. Irgendwas wird uns schon erwarten. Hier gibt es auf jeden Fall mal wieder was zu trinken. Oh, hier sollten wir auch mal was drunter stellen. Was soll denn davon? Hier sollten wir was drunter stellen. War das nicht hier oben wieder? Nee, war es nicht. Das war bei dem anderen. Das war bei dem da. Forschungsstation. Lemon Crime Punch O. Und da wäre ja schon die mysteriöse Maschine. Das heißt, wir sollten eigentlich viel weiter hier rüber laufen Richtung Westen. Arbeiterameisen sollten wir killen, ne? Ach ne, rote Ameisen. Ja, rote Ameise. Das ist eine rote Ameise. Haben wir mal eine gekillt. Und bestimmt der Kollegen. Oh yes. So.
Unglaublich. Okay, der Kollege hat es auf jeden Fall gesehen, dass wir wollten eigentlich nur, unseren Drosselkehrer beschützen. Was anderes wollten wir nicht. Genau. Hier ist, oh, schaut mal, hier kommt garantiert wieder eine Spinne. Oder die läuft wieder runter. Ne, die läuft runter. Okay, alles klar. So, dann würde ich vorschlagen, hier rein. Und dann direkt, genau, hier hinten war das. Hier hinten war die, hier hinten war unser Getränk und da daneben hat man die ganzen Teile hingestellt. Die sind, da schaut man, das ist auch schon wieder voll. Unglaublich. Ist auf jeden Fall kieselt. Ja, ist auch schon wieder voll. Hat uns aber trotzdem noch getroffen. So, okay, haben wir schon drei. Schon gut. Also die Ameisen, die will ich auch nicht so, also gerne töte ich die Ameisen auch nicht, ich bin ganz ehrlich, weil die haben, erstens haben sie uns nichts getan und zweitens machen sie auch nur ihren Job, ne? Muss man mal so sehen. Ich meine, wenn sie hier durch die Gegend rennen und immer irgendwelche Rüsselkäfer jagen, ja gut, dann kann man schon mal sagen, jetzt wieder der Marini. Ach Mist. Schön ins Gesicht, weil das nützt nichts. Wir brauchen auf jeden Fall noch Marienkäfer. Er kann nicht bis hier rüberspringen, keine Sorge. Die Hälfte haben wir schon weg. ...40% noch. Ungefähr, schätze ich mal. Immer bei der Armbrust kriegen wir bestimmt auch irgendwann mal eine Beförderung. Weil die kostet auch brutal viel Ausdauer, finde ich. Na komm, lad auf. Jetzt ist er weg. Doch nicht. Okay. Okay, jetzt ist er weg. So. Auf jeden Fall hat er uns ein paar Pfeile rüber katapultiert. Auch nicht schlecht. Sehr viele Pfeile liegen hier unten. Okay. Ja, wie gesagt, Marienkäferteile brauchen wir sehr, sehr viele. Danke, 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 immer, immer einsammeln, Max. Sehr schön, danke dir. Und den Rest holen wir uns jetzt hier oben mit dem Marienkäfer. Na gut, gab wieder zwei Brocken, ne? Ich glaube, das zum Reparieren von dieser Marienkäferrüstung richtig gut. Ein Pfeil ist noch hier unten irgendwo, ja, ich weiß nicht wo, egal. 54 Pfeile haben wir noch. So, und jetzt schauen wir auf jeden Fall mal. Sind wir mal wieder richtig abenteuerlich hier unten durch die Gegend gelaufen. Richtig geil. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Markierung ab. Rechenstein. Rechensteinanhöhe. Wo ist denn die Rechensteinanhöhe? Das interessiert mich auch mal. Entweder ist das das Riesenteil hier. Ich weiß es aber nicht genau, ob es tatsächlich das Riesenteil ist. Also hier haben wir auf jeden Fall eine Wegmarkierung gemacht. Das war das Stück Holz. Hier war das... Ja. Ich meine, wir könnten es probieren. Ich meine, hier ist... Ja. Das ist der alte Ameisenhügel. Hier drüben, hier Richtung. Genau, das ist ja das Eichenlabor. Da geht ja auf jeden Fall unsere Basis. Du hast die Forschungsstation. Das heißt, normalerweise, wenn wir genau auf der anderen Seite runterbauen... Sollten wir eigentlich pari pari dort an dem Teil rauskommen? Ich weiß es bloß nicht, ich kann es euch echt nicht sagen. Das nehmen wir alles, das bauen wir wieder alles rein, weil Seile brauchen wir immer. Seile brauchen wir unheimlich viele. Hier brauchen wir noch zwei Stück, hier läuft auch mal was auf dem Grill, finde ich richtig gut. Und hier gibt es dann die Rezepte, genau. Genau, hier gibt es die, dann haben wir hier Madenschleim und jetzt weiß ich auch, wofür wir diesen Muskelspross benötigen. Die Muskelsprosse benötigen wir für Smoothies zum Herstellen und da gibt es nochmal einen extra Bonus drauf. Ne, das sollen wir uns auf jeden Fall aufheben. Oder vielleicht hat dieses
das Aquariumlabor hat vielleicht nochmal solche Dinger für uns. Vielleicht spawnen die nach. Das finde ich natürlich richtig geil. Auf jeden Fall sollten wir mal anfangen, das da zu bauen. Was haltet ihr noch davon? Die Schmiede. Ich weiß bloß noch nicht wohin. Entweder hier unten auf irgendeinem Ausguck, wobei ich ja ganz klar sagen würde, dass ich da dafür ein eigenes Stockwerk machen würde. Die Schmiede brauchen wir nur einmal. Und zwar kann man die mit Hilfe der Schmiede Arbeitsplatz und Waffen mit verschiedensten Materialien aufzuwerten. Das ist auf jeden Fall, schaut mal, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Quarzit. Bräuchten wir jede Menge, wie viel haben wir mitgenommen? Nehmen wir alles, was wir gehabt haben, ne? Von drüben haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Dann stellen wir die auf jeden Fall mal so hierher. Und dann bräuchten wir noch Unkrautstängel dafür. Ja gut, Unkrautstängel organisieren ist bestimmt kein Problem. Schaut mal, hier vorne gibt es noch jede Menge. Und wir bräuchten dann wieder Pusteblumen. Also eine Pusteblume bräuchten wir auch wieder. Richtig ausholen, ne? Richtig. Und nochmal Max. Schön. Sehr geil. Das nimmst du gleich alles mit. Da würde ich sagen, da machen wir gar nicht rum. Auch von diesen Boosterblumen. Ah, scheiße. Schade. Entschuldigung. Kann man das essen? Nein, weil wir die Teile in der Hand haben, kann man diesen Läuse-Honigtau nicht essen. So, zack. So, jetzt nehmen wir das mit. Alles komplett. Passt eigentlich soweit. Dann haben wir gleich mal ein bisschen Material weiter zum Bauen. Und gleichzeitig können wir auf jeden Fall mal die Schmiede abschließen. So, dann würde ich sagen, grobes Seil und Sprössling, ja, das brauchen wir auch, aber jetzt nicht. Ja, Unkrautstängel. Zack, eins. Saft benötigen wir noch. Das ist Saft, okay. Und dann nehmen wir auf jeden Fall mal gleich mal wieder ein. Würde ich sagen, das Teil liegt raus. Ja, das können wir dann irgendwo hinpacken. So. Genau, das passt. Wie? Das ist jetzt schon. Ist jetzt kaputt gegangen jetzt, oder wie? Ach nee, da ist es noch. Kann man das nicht irgendwie recyceln? Recyceln kann man das nicht. Schade. Okay. Ah gut, nicht schlimm. Dann gehen wir mal runter. Zwei Stück Saft. Hier ist mal noch zwei Tau. Sehr viele Seile sind noch hier hin. Hier. Wir haben echt nur noch zwei Stück Saft hier. Das müssen wir auch mal wieder farmen gehen, oder? Ja, das sollten wir auch mal wiederholen. Schaut mal, das ist das ganze Quarzit, was wir hier haben. Aha, das ist jede Menge. Alles gut. Sicher, sicher. So. Also, Ausrüstung mit besonderen Eigenschaften verbessern. Wie geht das? Jetzt interessiert mich mal. Also, wir nehmen zum Beispiel die Krähenarmbrust. Dann wählen wir die aus. Ah, okay. Wow, mit zwei Quarzitstücken kommen wir 10% mehr Schaden und 10% Haltbarkeit. Die aktuellen Level 2 hart. Verbesserte Effekte, 20% mehr Schaden. Wow. Okay, nochmal. Nochmal. Level 5. Wir haben jetzt Level 5 hart. Wir bräuchten jetzt nochmal Quarzitstücken und dann wäre das Teil richtig übel drauf. Dann können wir nochmal runterlaufen, nehmen uns nochmal Quarzit in die Hand. Hier, ne? Jede Menge. Okay, das fliegt fort, das fliegt weg, das auch. Passt, ne? Soweit. So, dann würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall noch fertig. Dann hätten wir mal die Armbrust. Wow. Also das nächste, der nächste Pot wäre 65% statt 50, da bräuchte man dann Batzen. Okay, mein Lieben, wo gibt es denn schon wieder Batzen? Wahnsinn, was sind denn Batzen? So, jetzt gucken wir mal. Also wir haben vor uns mal schnell geguckt. Die Armbrust hatte 4. Wow, schaut mal, die macht jetzt 6,5. Die hatte vor uns 4. Oder 4,5. Wahnsinn. Schaut mal, also die ist ja richtig stark jetzt. Die ist ja mega stark. Da können wir auf jeden Fall unseren Bogen, brauchen wir da nimmer. Und dann schauen wir mal, vielleicht machen wir den Dolch nochmal, oder? Was hält er denn davon? Spinnenfang-Dolch können wir ja auch immer mal gebrauchen.
Okay, wisst ihr, was der Hammer ist? Schaut mal unten in die Reparaturleiste rein, in die Verbrauchsleiste. Und jetzt werten wir das Teil mal auf. Achtung. Was ist denn das? Haben wir auch noch was? Ah nein, okay, haben wir schon zweimal gemacht. Alles klar, egal. Schaut mal, das Teil ist komplett durchrepariert. Das heißt, man kann das Teil ganz normal reparieren. Wenn man hier das gleich aufwertet, könnte man das, kann man das echt normal gleich durchreparieren und fertig. Ist das genial? So, das Teil macht jetzt 4 Schaden, wie es aussieht, ne? Also 4 Felder Schaden. Das heißt, diesen Stachelspeer legen wir zurück. Und wir nehmen auf jeden Fall jetzt unsere Keule hier in der Hand. Weil die Keule ist ja jetzt, also die ist ja jetzt richtig extrem. Da würde ich sagen, werten wir lieber die Keule mal ein bisschen auf. Level 4 mit 30% mehr Schaden. Wahnsinn. So, und wie weit ist. Ah, okay, alles klar. Gut. Also die haut jetzt richtig rein. Nicht so sehr wie die Krähenarmbrust, aber da wegen doch so Betäubung und Geschwindigkeit. Okay, die macht, also das macht auch schon richtig, richtig was aus. Und wir sollten, wie gesagt, aufpassen, dass wir, wenn wir runter zum Bürger gehen und wenn wir auf jeden Fall mal wieder Quarzit farmen oder beziehungsweise Quarzit holen gehen, sollten wir wirklich gucken, dass wir da was mitnehmen. Weil wir haben ja die Ameisenrüstung an, das würde sich ja wirklich anbieten. So, jetzt schaut mal, wir haben nochmal 10 Quarzit, hätten wir noch. Wir dürften da nicht alles verbraten, weil das bräuchten wir eigentlich auch mal wieder zum Reparieren. Hier hätten wir 16, vielleicht hat man Glück und das reicht noch für eine Stufe. Ich glaube es aber nicht, ich glaube es eher gesagt nicht. Gucken wir nochmal. Meint ihr, Ameisenkeule noch ein Level hoch? Passt. 32 fürs nächste. Für das Level 6. Also Quarzit bräuchte man immer jede Menge. Also Quarzit kann man hier wirklich, ich sag mal, zum Aufwerten von einer Waffe bis Level 6 rechne ich jetzt mal, könnt ihr euch selber ausrechnen, 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32. Da wird man dann ungefähr 16, 32 werden dazu 50 und 2, 4, 8. Da wären wir dann auch ungefähr bei 12, ich sag mal 70 Quarzitbrocken für eine Waffe komplett aufwerten, Level 6 ausreichen, oder? So, das haben wir jetzt. Wow, okay, die macht jetzt richtig 5 Schaden. Also, wo die hinhaut, wächst auch kein Gras mehr. Schade ist, dass man Grounded bis jetzt noch keine Rüstung aufwerten kann. Das ist echt schade. Aber was nicht ist, kann ja bestimmt noch werden. Wenn wir jetzt reparieren, brauchen wir da rote Ameisenbrocken und Milbenpelze. Perfekt. Okay, sehr gut. So, dann sage ich mal, gehen wir auf jeden Fall mal wieder zurück. Gucken wir mal. Wir bräuchten ja auf jeden Fall noch diese Leuchten hier. Ne? Diese jede Menge, diese Saftleuchten, Schleimpilzleuchten. Das bräuchten wir auf jeden Fall noch. Dafür müssten wir auf jeden Fall Saft farmen. Ich habe hier draußen irgendwo gesehen, dass es da einen Ast gibt, wo es auf jeden Fall, genau, jede Menge Saft dranhängt. Na gut, jede Menge nicht, aber es hängt zumindest immer mal ein bisschen Saft rum. Das ist richtig gut, finde ich. So drei, vier solche Saftdinger hängen hier immer dran. Und dann hat man ja noch die Möglichkeit über so einen speziellen Sammler. Aber ich weiß nicht, wo man den hinpackt. Weil schaut mal, ne, das sollte man ja, steht dort. Macht an Saft produzierenden Wurz Ach, Wurzeln und Ästen. Ich glaube, das ist hier nicht. Ich glaube, das müssen wir bei uns an der Eiche machen. Wisst ihr das? Was braucht man da dafür? Eine Eichekappe, Unkrautstängel und Seile. Na gut, Seile nehmen wir halt wieder mit, ne? Jede Menge. Da produzieren wir ja jetzt hier wieder Verrückten. Irgendwo hat man noch welche. Schaut mal, hier gibt es ja jede Menge. Also da können wir auf jeden Fall umwandeln. Das Seile nehmen wir auf jeden Fall gleich mit, würde ich vorschlagen. Und das andere, gerade mit die. Das lassen wir da. Das würde ich alles gerne da lassen. Das wäre alles kein Problem. Kiesel lassen wir auch da. Das ist kein Problem. Den Speer würde ich in die Waffen gerne mit reinpacken. Brauchen wir erstmal auch nicht. Ja, alles gut. Alles kein Problem. Dann räumen wir das alles ein bisschen um. Quarzit. Wichtiges, heiliges Material jetzt. So, das waren auch Seile. Schaut mal, dieses ist fast schon wieder durchgelaufen, ne? Wahnsinn. Genial. So, dann packen wir das wieder hierher. 13 insgesamt. Ja, wir haben schon 18 Seile, hätten wir schon. Das ist kein Problem. Zwei Unkrautstängel und eine Eichekappe. Ja, Eichekappe gibt es hier auch dort. Das ist kein Thema. Wir hätten auch noch welche da, aber ja, wie gesagt, dann nehmen wir uns dort welche mit.
Habt ihr was gehört? Das war aber keine Spinne, oder? Ich meine, das klang sehr komisch, ganz ehrlich. Er hat sich aber nichts bewegt, oder? Es klang zumindest echt komisch. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Es klang wirklich komisch. Hierhin bewegt sich das Gras allgemein ein bisschen. Ja, auch, aber nicht so, dass man sagen kann, dass es extrem ist. Nö. Okay, Unkrautstängel. Unkrautstängel bräuchte man jede Menge. Das heißt, hier unten gibt es ja jede Menge Unkrautstängel. Hier, nehmen wir gleich mal mit. Aber das ist, glaube ich, nur. Da gibt es, glaube ich, nur die 4 Stück, ne? Schauen wir mal. Ja. Gibt es nur 4. Okay. Ja gut, ganz ehrlich, 4 sind besser als nichts. Die können wir zumindest mal ranhängen. Da können wir mal 2 solche Teile bauen. Und dann legen wir uns doch heute mal an der Eiche mal ins Bett. Ist auch nicht schlecht. Hat man auch lange nicht mehr. Ach nein, das ist das Spinnrad. Ach, genial. Genial. Absolut genial. Hier können wir noch mitnehmen. Ja, danke schön. Nehmen wir das mit. So, auf jeden Fall, wir haben jetzt... Moment, Moment, bevor wir weglaufen. Pflanzenleuchte, Saftleuchte, Schleimpilzleuchte und wir haben ja speziell, speziell bei der Waffen gibt es da noch so eine Leuchte. Hier schaut man eine Fackel oder auch eine Schleimpilzleuchte. Da bräuchte man diese Schleimpilzstängel. Da können wir auf jeden Fall die Fackeln bauen. Was wir dann unten beim Bürger auf jeden Fall mal ein bisschen... Ja. Ein bisschen erkunden können. Und dann hat der Beuge ja noch was Spezielles, und zwar kann man die Fackeln in der Dauer verlängern. Ich überlege gerade, was wir da machen. Also für eine normale Fackel bräuchte man hier nur noch trockene Grasbrücken. Brückele. So, Max, leg nochmal schnell ab, sei so gut. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall mal 2 Fackeln mit, würde ich sagen. Trockene Grasbrocken hätten wir dann hier natürlich auch. Klar, wir hätten sie auch auf drüben, das wäre kein Problem. So, 2 Fackeln gebastelt. Und dann legen wir den Rest legen wir auf jeden Fall wieder retour. Wenn wir doch irgendwas haben zum retour legen. Das ist 1 fertig. Ja, und dann sollten wir auf jeden Fall noch gucken, dass wir von den, schaut mal, von diesen Spinnrädern noch jede Menge bauen. Da bräuchte man Ton, da bräuchte man rote Ameisenbrocken, Eiche, Kappe, Saft. Also hier brauchen wir jede Menge Sachen. Ton vor allen Dingen, ne? Da haben wir nur noch 10 Stück. Und da müssten wir auf jeden Fall mal Ton holen gehen. Ne? Das sind, kostet immer 4. Auch die roten Ameisenbrocken, davon hätten wir, glaube ich, noch jede Menge. Hier, rote Ameisenbrocken, hier auch. Also das wäre kein Problem. Und da könnten wir auf jeden Fall mal ein bisschen basteln. Und die Spinnräder, die würde ich auf jeden Fall entweder hier oder gar unten beim Teich würde ich die hinstellen wollen. Ne? Aber wie gesagt, Ton ist hier schon ein bisschen Mangelware, finde ich. Und ich glaube, es gibt nur Ton ein bisschen weiter da drüben, östlich auf der Karte. So hier unten an dem See gibt es das, glaube ich, ne? An diesem kleinen Teich. Ich glaube, da gab es nur Ton. Aber da müssen wir auf jeden Fall mal uns mal auf die Socken dazu machen. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall erstmal die Beine in die Hand und die Teile auf. Gehen wir zur Eichenbasis und werden dort mal solche Saftfänger aufhängen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich was bringt, ob das so nützlich ist, wie es hier gesagt ist. Das steht ja dort an Ästen. Ne, entschuldigt bitte, ich gucke nochmal. Stand ja dort diese... Ne, Moment. Entschuldigt, anders, hier. Saftfänger. An Ästen und an Wurzeln. Das heißt, an Wurzeln, davon gehe ich, also da gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Wurzeln, gerade von so großen Bäumen hier vorne, dass die prädestiniert dazu sind. Also, was liegt da näher? Dann würde ich gerne mal Folgendes versuchen. Gucken wir dann da vorne mal an der Eichenbasis, ein bisschen weiter unten, dass wir die Wurzeln ein bisschen weiter unten irgendwie nehmen. Schaut mal, jetzt gehen die ganzen Lichter wieder an. Ist das genial? Wenn dieser Übergang hier beleuchtet ist, und wenn das nur jeder zweite, dritte Übergang in der Übergang ist, der beleuchtet, oder jedes zweite, dritte Segment, ich sage euch, das ist ein Bild. Das wird ein Bild für die Götter. Das ist echt, das wird echt genial. Hundertprozentig. So, dann werden wir zumindest mal hier. So, jetzt würde mich mal interessieren, jetzt legen wir das hier mal ab.
So, hier ist dann so eine Software. Ja, aber die fahren da alle raus. Aber das geht hier. Also hier wird es gehen. Sieht zwar echt komisch aus, finde ich. Aber wenn das geht, Eiche. Hm. Probieren wir mal. Ich habe keine Ahnung. So. 1, 2, 3, 4. So, dann packen wir das 2 hierher. 2 hierher. Grobes Seil. Grobes Seil. Und 2 Eichekappen bräuchten wir noch, ne? Haben wir eine Eichekappen drin? Ja. Die haben auch noch Ton drin. Genial. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier wirklich was ausmacht. Ach, jetzt habe ich ja vergessen. Ah, okay. Ich habe ja vergessen zu schauen, ob das wirklich was ausmacht, wenn wir auch unseren Hammer hier aufwerten. Aber ich glaube, ich habe das Hammerzeichen habe ich gesehen. Habt ihr es auch gesehen? Ah, egal. Gucken wir dann beim nächsten Mal in die Schmiede. Ja, was man da alles vergisst, ne? Und dann ist man so euphorisch und dann denkt man, Mensch, hier die Armbrust geil und macht richtig viel Schaden und mal gucken, ob man die aufwerten kann und dann macht die richtig viel Schaden, also nicht nur ein bisschen viel, sondern richtig viel. Dann guckt man die an und denkt so, oh, ja, na klar. Und ich stelle mir vor, dass wir den Weg hier oben auch ein bisschen beleuchten. Ne? Dass wir den Weg hier bis hier oben, ich meine mit diesen Pflanzenleuchten, hier fehlen halt trockene Grasbrocken, okay. Aber dass wir den Weg auf jeden Fall auch ein ganz kleines bisschen ausleuchten. Ne? Eine feste Lichtquelle und das ist eine einfache Fackel für eine einfache Wand. Praktisch und effizient. Und das leuchtet garantiert dann heller. Ich mache nur noch ein paar trockene Grasbrocken. Die werden wir dann auf jeden Fall mal farmen. Hier haben wir nur noch einen. Schaut mal. Marini, grüß dich. Grüß dich, Marini. Hi. So, dann gehen wir mal ins Bett. I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. Was ist jetzt? Fliegenbraten ist vergangen. Ja, tut mir leid. Ja. Läusebraten? Ja, und das ist vergangen. Ja gut, das ist ja nicht schlimm. Alles gut. Hier unten wäre dann bestimmt mal wieder ein bisschen Wasser. Wenn nicht, trinken wir mal einen Schluck aus unserer Pulle. Ne, das Wasser war im nächsten, oder? Da unten, jawohl, da unten war das eigentlich immer. Schaut mal, hier oben gibt es auch noch Saft. Also hier haben wir eigentlich ziemlich gut Saft farmen, finde ich, ne? Aber wenn es nicht immer so viel ist, aber ein bisschen was geht immer. Ein bisschen was vom Saft geht immer. Und da die Gegend hier unten ausleuchten, ich meine gerade abends oder gerade Richtung abends, wenn es so dunkel wird und die Fackeln, die brennen ja ewig. Liegt da jetzt schon? Ich glaube, da liegt schon Saft drin. Ist ja genial. Genial. Schön. So, rennt jetzt hier so eine große Spinne durch die Gegend oder nicht? Oder kommt zumindest mal noch eine? Und dort hinten gibt es dann Mücken. Ich weiß nicht, ich habe noch nie gegen Mücken gekämpft. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich würde es aber trotzdem gerne mal ausprobieren. So, bisschen was hätten wir? Ja, wir haben die Ameisenrüstung an. Es ist nicht das Ideale, ne? Ganz ehrlich. Ist nicht das. Hier gibt es auch noch Saft. Also es gibt hier jede Menge. Was sich einfach lohnt zum Abfarmen. Weiß aber nicht, wie lang das Zeug hier dran ist und vor allen Dingen. Ah, nein. Max. Wechsel bitte auf den Hammer. Wie viel Saft gab's da jetzt? 3 Saft oder wie? Oder? Egal. Wir brauchen auf jeden Fall noch das Gras. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und gucken, dass ja nicht wirklich so ein riesen Teil entgegenkommt. Das wäre nicht so. War schon schön, wenn wir. Ne? Ihr wisst Bescheid. Schau mal, dort hinten gibt es dann die Mücken.
Hier oben ist ein Spinnennetz, das heißt, die Spinnen hier oben sind nie. Oha, da oben ist schon eine. Ja, sollte man mal ein bisschen weggehen. Wir haben mal eine getroffen. Oh, Gesundheit niedrig. Habt ihr das gesehen? Oh, wir haben einen Stechmückenbeutel gefunden. Und einen Stechmückenschnabel. Wow, geil. Okay. Ja, Dankeschön. Okay, das sind auf jeden Fall Mücken gewesen. Das ist schon mal gut. Aber es jetzt, die halten die ein bisschen. Die halten auf jeden Fall noch Treffer aus. Zwar nicht so viel, aber auf jeden Fall ein paar Treffer halten sie noch aus. So, hier gibt es auf jeden Fall wieder schönes Unkraut. So. Oh, schaut mal, das nenne ich Ausbeute. Geil. Damit gehen wir auf jeden Fall wieder zurück. Genial. Hier die Ameisen. Hey there, buddy. Ey, lass doch den armen kleinen Kerl in Ruhe. Lass doch den kleinen Rüssel in Ruhe. Was hat euch denn der Rüssel getan? Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Ein Pfeil ist bis hier runtergeflogen. Wir müssen ja auf jeden Fall noch Ameisen killen, ne? Das wisst ihr. Die werden gleich auf uns zukommen. Werden, glaube ich, nicht so amused sein drüber, dass wir hier ihre Population ein bisschen ausdünnen, aber wir müssen ja noch welche killen. Mist. Ey. Ach nein, haben wir da wieder vorbeigeschossen? Nee, wir haben getroffen. Schaut mal, was da kommt. Lauf, Max, lauf! Es ist nicht wahr, dass jetzt so ein Teil da gelaufen kommt. Ey, die kommt echt auf uns zu. Ich glaube das alles gar nicht. Okay, lauf. Okay, lauf. Lauf, Max, komm. Lauf. Beweg dich. Die macht hier garantiert, macht die Einmann rundum. Und dann läuft sie wieder in ihre Höhle zurück. Oh Mann, ey. Und gerade jetzt, ne? Hier, da kommt sie. Haben sie getroffen? Ne, haben wir nicht. Na, warte mal. Na, warte mal. Großes, schwarzes Ding. Braunes, schöner Treffer. Da ist er. Lass ruhig herkommen. Komm her. Komm dann wieder her. Wow. Kriegen wir die oder kriegen wir die nicht? Ah, okay. Oh, Mist. Also die Armbrust macht auf jeden Fall Schaden. Also wenn wir das mal so... Wenn wir das mal so... Jetzt teste dazu, ist das richtig, richtig brutal. Das ist die nächste Spinne, eine Radnetzspinne. Ihr dürft auch gerne wiederkommen. Wow. Oh Gott. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Wie nah die ist? Ist ja richtig nah, ne? Wir müssen hier hoch. Nützt nichts. Ist die jetzt verbuggt? Die ist jetzt ver...
Oh nein, die hängt jetzt hier mittendrin, ne? Meinst du, solange wir noch Pfeile haben? Nee, das bringt's nicht. Auf die zu schießen, vielleicht haben wir ja Glück bei der hier. Die regeneriert sich, glaube ich, auch wieder. 21 hätten wir noch. So, warten wir mal. Komm. Nein! Nein, jetzt hat sie wieder mehr Leben, oder? Ja. Ah, das bringt nichts, gegen solche Spinnen zu kämpfen. Ne? Das bringt echt nichts, weil das... Na gut, dann sammeln wir dann die Pfeile eben auf, wenn die... Sammeln wir dann halt die Pfeile auf, wenn die dann wieder... Wenn die da raus ist. Schaut mal, also... Wenn die da rauskommt und die... Na komm doch raus, Mensch. Kollege. Jetzt haben wir so viele Pfeile da drauf verschossen. Echt, jetzt haben wir so viele... Ah, okay, alles klar. Ich habe gedacht, die kriegen wir. Ja, jetzt. Schaut mal. Jetzt ist sie weg. Das Stück. Jetzt haut sie einfach ab. Ach, ich glaub's nicht. Jetzt ist weg, ne? Und wie viele Pfeile haben wir der gegeben? Sehr viele. Egal. Jetzt kommt sie ganz gemütlich langsam wieder gelaufen. Absolut. Du bist ein feines Teil. Du bist ein ganz tolles Teil. Ja, wir sind hier. Wir sind hier. Können wir das werfen? Okay, die Spinne angeworfen mit einem Kiesel. Ja, geht auch mal, oder? Die geht jetzt garantiert schlafen. Ich denke, die geht schlafen. Ich denke, die geht ganz entspannt schlafen. Wenn hier alle Stricke reißen, dann werden wir jetzt hier in Ruhe nochmal unsere Pfeile wiederholen. Nee, werden wir nicht machen. Da werden wir erstmal gucken, dass die Spinne hier... Nee, wir haben Glück. Oh nein, das ist wieder so eine... Okay, dann probieren wir gleich mal unsere... So, zwei Schläge hat das Ding gebraucht. Okay, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, dann testen wir gleich mal an der Larve unsere neue verstärkte Keule aus. Das hat ja richtig was gebracht. Oh, schaut mal, wie die Pfeile geflogen sind. Sagen, trotzdem sammeln wir das alles wieder ein. Ich hoffe mal, dass jetzt die Spinne von dort unten nicht plötzlich hochkommt und dann hier Hi macht und so. Ach, Inventar ist voll. Nein. Ja, alles klar. Ja. Dann essen wir das hier mal noch schnell, dann sammeln wir die Okay, das ist nur ein Marienkäfer. Dann sammeln wir schnell hier, möglichst schnell die Pfeile noch ein. So, wie viel hätten wir denn? Kurzer Check, 43 Stück. Also wir haben fast alle wieder gefunden.
Oh nein. Oh doch. Okay, das war echt knapp. Das war echt knapp. Kommt sie wieder, oder? Okay, die sind richtig fies, die Dinger. Jetzt weiß ich ja warum. Weil die hier schön ihre Netze hinterlassen. Okay, aber genug gespielt für heute. Ah, das hat ja mal richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn auch in der nächsten Folge Grounded wieder mit dabei seid. Also ihr seht mal, so gegen Spinnen kämpfen ist nicht wirklich so einfach. Ich sag mal, gegen solche Verbackten, vielleicht hat man Glück, vielleicht manchmal auch nicht, aber ich denke eher, dass das so Zukunftsmusik bleibt, gegen die zu kämpfen. Wow, schaut mal, gegen die zu kämpfen. Mittlerweile hier gibt es schön viel Saft raus und dann können wir auf jeden Fall mit dem Saft hier unten auf jeden Fall eine schöne, schöne Beleuchtung bauen, vor allen Dingen Richtung Eingang. Das ist gerade, wenn wir in der Nacht unterwegs sind oder Richtung Abend, wäre das, glaube ich, richtig, richtig gut. Okay? Dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss!